Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 4 mit mir Adlerwach 1993. Hastienda, genau. Ich musste jetzt mal kurz überlegen, wie sprichst du das jetzt aus? Aber das ist der Hastienda, wo wir jetzt umherrennen dürfen. Ist das erste Mal, dass ich die Map spiele und ja, wir schauen erstmal, was für eine Klasse wir spielen. Wir spielen jetzt erstmal die Rampart und holen uns mal den guten Nomad, damit wir da auch den Doggy holen können. Die kleine Hündchen. Und ich weiß nicht, ob ich das heute überhaupt schon wieder rechtzeitig hochbekomme. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, heute am Donnerstag wollte ich es eigentlich 15:30 hochladen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen unregelmäßig mit Black Ops 4. Ich weiß, ich habe viel mit CSGO-Cast zu tun und davor halt vorbereiten und dann das und das noch zu machen. Also von daher ist es passiert dann halt immer so. So, ich habe mich schon mal eine Runde aufgewärmt. Eventuell... An Sukti war es auf jeden Fall. Der Dude hatte auf jeden Fall schon kein Leben. Der war irgendwie schon Prestige 3 oder so. Oder 4, keine Ahnung. Und ja, mal schauen, wie ich hier den abschneiden werde. Wirklich viel einspielen konnte ich mich nicht. So. Und er kommt halt. Dieses dumme Umhergespringen, Alter. Das geht mir schon wieder auf den Kranz bis zum Gehtnimmer. Aber das habe ich ja gesagt, dass das von vornherein nervig wird, wie Sau. Jo. Dass er bei uns jetzt schon campt, habe ich jetzt eher nicht mitgerechnet. Das heißt, mal gucken, ob wir ihn wegbekommen. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht so ein krasses Gameplay werden. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen was anderes. Ich würde trotzdem ganz gerne versuchen, hier einen dummen Sniper wegzuholen. Falls er hier noch stehen sollte. Na, Alter, er kommt mir halt... Er campt da halt! Alter, willst du mich komplett verarschen oder was? Abgesichert. So, zack. Wenn er da halt noch weiter campt, dann holen wir uns den Typen halt mit der Sniper. So ist es nicht. Wenn die da schon so liegt. Okay, das heißt. Hier vorne irgendwo. Wir haben B verloren. Da. Und ich kriege ihn natürlich nicht tot, Mann. So, natürlich immer mega nervig. So, ja, und er kommt dann. Ja, gut, ich stand da zu lange. Das Problem ist, ich kenne die Map halt nicht. Ich habe jetzt 3 oder 4 Maps oder 5 Maps gespielt von dem kompletten Map-Pool. Ich suche das Game auch nicht wie manche andere. Also von daher passiert es halt nun mal, dass ich die Maps noch nicht kenne. Ich bin mal gerade Level 17. Und die anderen sind schon vor 50 und hast du nicht gesehen. Also, was weiß ich, was für ein Prestige. Ah, da haben Leute schon wieder halt kein Leben. Auch wenn es Spaß macht, aber trotzdem ein bisschen nervig teilweise. Aber nur gut, wir haben ja noch ein paar neue Spiele, paar andere Spiele dann demnächst, die rauskommen. Wenn ich wüsste, wie man da hochkommt. Ah, da kann man hoch. Was mir natürlich auch komplett gegen den Strich geht, ist, dass wir Steps machen wie Sau. Ich hasse, wenn ich eigene Steps mache. Ach, Mann, Alter. Dann fällt der andere natürlich nicht. Ja, 4 zu 5, also es wird wahrscheinlich keine 2er KD oder sonst überhaupt eine gute KD. Wenn ich überhaupt positiv rausgehe, bin ich schon sehr zufrieden. Das muss ich dazu sagen. So, da haben wir einen. Da haben wir keinen. Ne, wenn ich da durchgebe, bin ich RIP. So, da haben wir noch einen. Ja, und da muss ich halt nachladen. Ach, Mann. Man muss sich natürlich erstmal wieder auf Black Ops einlassen, das ist natürlich klar. Wir müssten uns aber mal B schnappen, so ist es nicht. B ist eigentlich relativ wichtig und ich habe keine Ahnung, was er da schon wieder... Ja, schön, ach die Cardet oder wie die heißt? Mit Schnellfeuern. Super! MP7 incoming, oder was? Neue MP7, würde ich mal sagen. Beziehungsweise, nee, gar nicht, von der Schusskadenz. FMG 9 mit, mit Schnellfeuer. Wir verlieren Bravo. Würde ich da schon eher rein tendieren. So, da haben wir den schon mal. Wir müssen weg, müssen uns regenerieren. Nichtsdestotrotz, das Game macht Laune, aber dazu, um halt wirklich aktiv drinnen zu bleiben, muss man halt unbedingt häufiger spielen. Aber dazu habe ich halt nicht die Zeit. Feindliche Drohne über. Da ist keiner. Gut, feindliche Drohne ist natürlich jetzt uns nicht so schön. Weil wir nämlich schon erwartet werden.
Aber hey, das geht trotzdem weiter. Wir gehen, kriegen es noch. So, da haben wir zumindest einen. Wir haben Bravo verloren. Da hinten ist einer. Den versuchen wir uns mal zu holen. Dieses dumme Umhergespringen, Mann. Die sollen dann zurück zu Fortnite gehen, Mann. Das ist der größte Müll, Mann. Das ist der größte Müll. Da liebe ich ja Rainbow Six für. Nee, das ist doof. Wenn sie dumm umherspringen sollen, sollen sie Fortnite oder Black Ops 4 oder Black Ops 3 oder sowas spielen. Natürlich ist COD nicht wirklich realitätsnah, das kann ich auch verstehen. Das ist ein Marathon, kein Sprint. Ihr gewinnt die nächste Runde. Aber dumm umherspringen sollte man eigentlich nicht. So, zack. Das Sturmpaket ist da. Ziel gesichert. So, zack. Wie gesichert. Keine Ahnung. Ach da, okay. So, zack. Nein. Ach, scheiße, es war aber ein Triple Kill. Es war ein Triple Kill. Es ist mir scheißegal. Es war ein Triple. Und zwar auch nur, wenn es eine Drohne ist. Und wir sind in der 2KD. Ja gut, mit 2 Kills sind wir in der 2KD. Der Triple zum Ende hat gut rausgehauen. Und da bin ich. Auf geht's, Alter. So, zack. Diese Spray-Control. Gut. Spray-Control hast du hier nicht wirklich. Nichtsdestotrotz sind wir aktuell ganz gut. Ich hoffe aber, dass ich die Folge heute noch wieder online kriege. Wie gesagt, ich hoffe, dass es sich wieder einpendelt. Multiplayers von COD werden dann natürlich wieder montags, mittwochs und freitags hochkommen. Ganz normal, jeden zweiten Tag, damit es nicht überhand nimmt. Feindliche Drohne kreist. Wenn ihr irgendein Thema habt, was man besprechen könnte, könnt ihr es natürlich auch ganz gerne sagen. Weil dann würde ich nämlich mal wieder ein bisschen Black Ops 2 Commentary bringen. Weil da habe ich, glaube ich, auch noch ein paar Demos, die ich verwenden möchte. So, 13 Schuss haben wir noch. Na, komm, komm, komm. Ah, und dann kommt er von hinten. Scheiße. Das ist natürlich unlucky. Ich versuche natürlich mit der positiven KD hier rauszugehen. Ey, wo kam er denn jetzt schon hier her? Er wahrscheinlich mit Marathon oder so eine Scheiße unterwegs. Rennt da unten lang? Bravo wird gesichert. Das ist meine. Da können sie theoretisch nicht durch, oder sie nehmen halt Schaden. Oh, Scheiße, Alter. Und wo kommt der denn schon wieder her? Ach, da kann man... Ah, da kann man hoch. Ah, so. Kein freies Schussfeld. Gut, da holt sich er sich jetzt den Kill. Gut. Wir haben aber unseren Hund. Der kann vielleicht den einen oder anderen Kill noch machen. Das wäre natürlich top für uns. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unlucky, dass er... So, zack. Da ist endlich mal der nächste Kill, Mann. Wird auch mal wieder Zeit, dass wir hier... Alter, diese scheiß Cluster-Rakete. Cluster-Granate. Wird auch mal wieder Zeit, dass wir uns ein paar Kills holen, Alter. Ich war auf eine 2KD. Ah, mein Hund macht nichts, oder was? Sehr schön. Heieiei, hey, das war knapp. Warum? Mein Hund ist gar nicht mal so schlecht. Der hat mir gerade den Arsch gerettet. Den Ghost-Hund finde ich zwar geiler. Ich hoffe immer noch auf den Call of Duty Ghost 2. Aber hey. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal hier weiter rauf. Scheiße! Was ist es, was so knapp mit dem Rüberziehen? Nichtsdestotrotz, wir holen uns auf jeden Fall die Kills Richtung A weg. Das wird schon, das kriegen wir schon hin. Ich brauche unbedingt Totenstille. Ich glaube, Totenstille bekomme ich sogar mit 27 jetzt.
Ah, fuck, Mann. Egal, immerhin getradet. 5 Kills in a row, dass ich halt eine 2 KD bekomme und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Komm und hol's dir. Wir verlieren B. Wir verlieren B. Okay. Alter, lad doch nach und nicht da hochklettern. Bist du denn dämlich? Dieser Puls ist natürlich mehr gut gerade. Da kommt man hoch. Und zack. Das war schon wieder knapp wie Sau. Jawohl, Alter. Nein! Niklas! Nee, ein Sprengsatz, okay. Na komm. Na gut, 2 KD wird's nicht. Aber immerhin eine positive KD, das ist eigentlich wichtig, womit ich eigentlich rausgehen möchte. Verbindung unterbrochen, alles klar. Da war gerade. Alter, jetzt fängt der Server hier noch an zu laggen oder was? Sowas kann ich ja überhaupt nicht gebrauchen. Missionsziele in Sicht. Bringt es zu Ende. So, zack, zack, zack. Der wird sich wahrscheinlich hier zeigen. So, zack. Wir müssen ja noch ein bisschen hier versuchen, in den letzten paar Sachen zumindest noch den einen oder anderen Kill zu holen. 24 Schuss, ich hoffe mal, es reicht. So, das ist weg. Oh, scheiße, ich habe keine Dings mehr. Und es leckt. Wir wurden gesehen. Oh, ich pack's nicht, Alter. Und es leckt halt noch. Egal. Ah, eine 1,9er KD. Ist okay. Ist okay, kann man so machen. 31-16. Leider ich als letztes nicht. Er mit seinen, mit der Cardiff oder Cardiff? Cardiff? Keine Ahnung, wie die heißt. Mit Schnellfeuer wahrscheinlich, so wie es aussah. Bisschen Präzision rauf mit dem Griff und das war's. Wahrscheinlich noch irgendwie Schnellmagazin. Aber dass da der Server angefangen hat zu laggen, das war ein bisschen problematisch in dem Moment. Nichtsdestotrotz, bin ich hier erstmal wieder für heute raus. Mega live, jetzt gerade frisch aufgenommen. Um 15.05 Uhr. Das heißt, ihr habt innerhalb von 25 Minuten hoffentlich dann die Folge oben. Ich bin auf jeden Fall raus, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, liken ist mega wichtig, wenn es euch weiter gefällt. Natürlich abonnieren und natürlich weiterempfehlen, Kommentare schreiben, alles drum und dran. Ich bin auf jeden Fall raus, Sitzung ist nicht mehr länger verfügbar. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.